Herzlich willkommen zu Star Wars Jedi Fallen Order, Jedi Survivor. Im letzten Part haben wir Jarvis kennengelernt. Der wollte uns töten, aber hat er nicht geschafft. Oh mein Gott, jetzt geht er wieder runter. Das schaff ich. Oh, das schaff ich noch. LT. Wir brauchen den Stimmschlüssel wieder. Er verschafft ihm Zugriff auf alles, was Cree weggesperrt hat. Na. Was ist denn? Ah, nochmal! Ah, ich muss stehen bleiben dabei. Okay. Mal gucken. Aha! Was habe ich hier denn gefunden? Wie kann man hoch? Ah. Sehr gut. Sehr schön. Guck mal, Leute, wie geschmeidig das lief. Ein Bonus wäre cool. Macht Lizenz, maximal macht er. Ja, okay. Geht auch. Was sind das denn für große Beine eigentlich? Oh, daneben gesprungen. Okay, nochmal. Haben wir? Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt können wir hier hoch, glaube ich. R und A. Das sieht schlimm aus. Leckende Rohre, freigelegte Kabel. Das wird in einer Katastrophe. Oh, oh, oh. Das war gemein. Da ist nichts, dann. Die Wartungswege müssen nach oben führen, denke ich. Ja, hoffen wir mal. Eindringlinge. Oh mein Gott. Das ist so brutal. Warte, so. Irgendwie so. Keine Ahnung. Da, 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 da. Das war schon cool. Du willst was hacken? Dann aktivier was. Abkürzung. Perfekt. Wir haben aber noch genug Leben tatsächlich. R, B und Y. Oh. Ich meine, ganz ehrlich, wofür brauche ich das? Ich kann doch einfach so dahin springen. Können wir in Domas Laden verkaufen? Zack. Okay. So, die stehen da ganz schön. Da ist er. Ah! Ah!
Danke. Hilfst du mir mal bitte? Oh, da komme ich so gar nicht hin. Okay. B und Y. Ach, bleibt das jetzt doch feste? Ah, immer erst, wenn man... ne? Dings. Immer erst, wenn man es berührt hat. Dann verändert sich das wieder. Ungewöhnlich. Oh mein Gott. Nicht aufhören. Auf sie. Nein, lass mich los. Du greifst mich nochmal. Wo bleibt der Spaß, wenn... Ja. Für dich. Sehr gut. Jetzt kann ich auch das da hinten machen. Was hast du da gefunden? Hier ist kein Durchkommen. Wow. Danke, VD. Wenn ich nur... So. Tut mir leid, alter Droide, aber ich verspreche, du wirst weiterleben. Ein wiedergeborener Droide. Für talentierte und entschlossene Mechaniker kann selbst ein schwer beschädigter Droide eine neue Aufgabe finden. So lässt sich zum Beispiel aus dem pneumatischen Blasterrahmen eines Droidika eine Waffenplattform machen. Oh, cool. Die Tür sieht ja interessant aus. Ah ja, klar. Komm, komm, bitte! Scheiße. Das allein geht. Bereite dich auf den Tod vor. Systemschalt. Sonst denn bitte? Ah, hier haben wir einen Aufzug. Boah, Aufzüge finde ich immer sehr, sehr belastend. Bord? Bord, kannst du mich hören? Wir müssen außer Reichweite sein. Oder sie stören unsere Kommunikation. Oder er muss gerade leise sein. Er ist okay. Aber fürs Erste müssen wir allein weiter. Oh, ich mag diese gruseligen Dinger hier nicht. Ja, mach mal lieber wieder runter. Okay. Ich muss hierher. Ich dachte, ich komme da vielleicht hoch oder so. Oh, hier war schon safe jemand, oder? Ah ne, das ist ein Speicherpunkt. Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Turbolift. Sehr gut, Speicherpunkt. Ausruhen. Also, welchen Turbolift meint er? Was ist das hier eigentlich? Oh. Eine Wunde ist nur eine Wunde. Ja, das stimmt. Das glaube ich nicht. Ah!
Ja, komm weg. Gut. Was hat das gebracht? Ne. Ah, vielleicht hier oben irgendwie. Hört das denn da auf? Ne. Dann verstehe ich das gerade nicht so wirklich. Dann gehen wir nochmal zurück. Setz mir ins. Stimm zur Kumpel. Beziehungsweise heilen uns hier nochmal. Ich muss mich konzentrieren. Okay, wir müssen, glaube ich, da den Aufzug jetzt irgendwie hoch. Hallo? Okay, noch ist hier niemand. Da sind welche. Wir gehen mal hier rein. Wird schon nichts passieren, oder? Okay. Santari, deine Arbeit ist unvergleichlich. Doch einen Druiden zu schicken, statt mir selbst entgegenzutreten, ist feige. Ein geringer Preis dafür, dass er euer Leben verschonte. Sag mir, hat der Tod des Jedi dich befriedigt? Er konnte fliehen. Die vielen Jahre in Gefangenschaft haben dich abgestumpft. Ich sehe scharf genug, dass der Jedi euch ebenbürtig sein könnte. Sag das erneut und ich schneide deine Zunge raus. Sie wird nachwachsen. Dagon, hör zu. Der Jedi ist eine Gefahr. Seit wir das haben, nicht mehr. Ich habe die Frequenzen des Geräts bereits kopiert. Wir haben Zugriff auf alles, was sie versiegelt hat. Gut gemacht, Ravis. Du, aktiviere die Waldanlage. Okay. Begib dich zum zerstörten Mond. Ich weiß, wo Santari den letzten Kompass versteckt hat. Dagon. Sind wir auf Kobo? Ja, ne? Ne, auf dem Mond, ne? Wenn ihr ihn habt, betrachte ich meinen Schwur an euch als erfüllt. Was dann, alter Freund? Die Galaxis hat sich verändert. Es gibt viele Kriege. Doch Ehre haben sie kaum zu bieten. Sobald wir auf Tanalor sind, können wir uns einen neuen Krieg erträumen. Du und ich. Vielleicht. Okay. Bevor ich gehe, soll ich noch den Druiden ausschlachten? Nein. Santari hat die Speicherbank des Druiden gelöscht. Sie weiß nichts über den Kompass. Ich werde sie ausschlachten und umprogrammieren, damit sie mir so dient, wie sie früher ihr gedient hat. Jendai. Die Jendai sind eine Spezies, über die wenig bekannt ist, aber anscheinend altern und sterben sie nicht wie andere Organika und sind größtenteils amorph, da sie nur eine riesige Masse von Nerven sind. Sie sind nahezu unzerstörbar und sterben erst, wenn ihre Kernnerven abgetrennt oder ihr Körper vollständig zerstört werden. Oh mein Gott. Okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz so.
Ah, doch. So. Perfekt. Ja, ich glaube schon. Sie ist in der Nähe. Hä? Was hat das denn jetzt hier gebracht? Ah, da oben. Okay, dann. Ne. Das ist jetzt aber... Obwohl, ich kann auch so, oder? Sehr gut. Hey, nicht schlecht. Ja. Nice. Dann wollen wir weiter, ne? Ah, nach da. Okay. Da, 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 da. Was machst du? Ah, eine Klappe. Okay, hinten ist nichts. Komm, ich hol erstmal dich da hinten. Du leuchtest so schön. Wir haben keinen Commander mehr. Das Schiff bricht auseinander. Kugel abkoppeln, sofort. Notlandung. Die Lucre High Primacy näherte sich in den Kobo-System zu nah an den Ilbis und wurde von den Gravitationskräften auseinandergerissen. In einer letzten Verzweiflungstat trennte die verbliebene Brückencrew den Kern ab, um eine Notlandung auf den Planeten darunter durchzuführen. So, guck mal kurz bei den Fähigkeiten. Lichtschwert haben wir, glaube ich, alles. Ja. So, Kreuz maximale Macht erhöht sich. Das finde ich eigentlich echt gut. Kreuz erhöht sich noch einmal. Das wäre auch cool. Sehr schön. Und weiter. Dagon könnte überall sein. Bereit, BD? Wenn du bereit bist, bin ich es auch. Sieh! Oh, sie? Okay, sie. Ich hol dich da raus. Beeilen Sie sich, Cal. Er wird mich umprogrammieren. Dieser Druide gehört mir. Oh, da ist er. Dann werde ich mich wohl selbst retten. Ihr habt also Ravis überlebt. Wie? Wie immer. Ihr habt andere Jedi ermordet. Ich habe jene niedergestreckt, die gegen mich waren. Geht oder teilt ihr Schicksal. Selbst wenn ihr glaubt, dass der Rat euch hinterging. Sie waren eure Familie. Aber wieso lassen wir ihn nicht einfach nach Tenelor? Diese Arroganz. Anzunehmen, ihr wüsstet, was mich antreibt. Dann soll er doch dahin verschwinden. Dann lassen wir ihn in Ruhe. Euch blind gemacht hat. Aber wir wollen auch Tenelor haben, ne? Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern. Das könnt ihr mir glauben. Vielleicht habt ihr recht. Oh oh. Die Vergangenheit, sie ist... eine Kette, die ich durchtrennen muss! Der Stimmschlüssel gehört mir! Der Droide gehört mir! Hannelore gehört mir! Oh, steck den Schlüssel ein! Super. Wo ist sie? Ach, sie hängt da. Okay, das ist... Halt dich fest, sie! Das war der Plan!
Mach das nochmal! Zeitverschwendung! Wie Zeitverschwendung? Ich mach dich fertig! Du machst Fehler! Ich weiß! Ich bemitleide euch! Schwach! Ach! Ich bin nicht so schwach, aber... Du kannst mich ruhig schwach nennen. Leidet! Ich leide eh immer! Oh mein Gott, aua! Ihr seid schwach! Huhuhuhu. Ah! Bin getroffen! Wirklich? Ja, wirklich! Amüsant. Danke! Ihr müsst euch mehr anstrengen. Ja, ich schaff das schon. Hilf mir bitte! Komm! Ich spüre eure Angst. Aua! Jämmerlich! Tennelor gehört mir und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Mein Sieg stand von vornherein. Boah, Mann, ich habe das Problem, ich kann mit dem Daumen, also mit dem rechten Finger, kann ich irgendwie den PlayStation-Controller nicht so richtig spammen, weißt du? Wisst ihr? Okay, nochmal. Oh mein Gott, das war knapp. Ihr wagt es? Ja, sorry. Nicht mit mir. Ihr werdet scheitern. Ich werde nicht scheitern. Hierher bitte. Ich bin kein Abschaum. Ich bin kein Kästnis. Mach das nochmal. Mach ich. Das ist blöd. Trivial. Das haltet ihr nicht durch. Aua. Wirklich? Ja, wirklich. Ich bemitleide euch. Danke. Tennelor gehört mir. Und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Sehr gut. Zeitverschwendung. Abschaum. Ja, da bin ich halt Abschaum. Was bist du? Ich bin Mittler. Aua. Jämmerlich. Ja, ja, ich weiß, dass ich jämmerlich bin. Ich spüre eure Angst. Na. Aua. Oh, Scheiße, den Moment habe ich verpasst. Aber, nee. Nochmal drück ab. Mach das nochmal. Schwach. Hier.
Boah, ich schwitz richtig. Abschau. Ja, du. Sehr baut, sehr gut baut. Halt ihn auf! Oh Gott. Okay, das ist der Kerl, von dem du erzählt hast. Ja, und er hat richtig gute Laune. Ihr habt mich lange genug aufgehalten. Sie? Sie lebt noch? So kommst du mir nicht davon. Immerhin. Danke. Zwei Krieger auf der Höhe ihres Könnens, brüderlich verbunden. So entstehen Legenden. Sie. Ich hol sie. Wir sehen uns oben. Bitte, bitte überleb. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Besessenheit. Der gefallene Jedi begegnet Cal und Boat im Lucrohulk auf der Spur des letzten verbliebenen Kompasses, wird Dagon von der Besessenheit angetrieben, nach Tenlor zurückzukehren. Oh mein Gott, Alter. Das war wirklich heftiger Kampf. Befreiung von sie. Tief in dem Lucrohulk wurde Cal von Ravis angegriffen, der ihm dabei den Stimmenschlüssel stahl. Er entkam in den Bauch des Schiffes, wo er eine weitere Machtvision von Cirrus Lehren hatte. Diese Lektion ermöglichte Cole, sich seinen Weg zurück durch das Schiff zu bahnen. In einem Turboliftschacht belauschte Cole ein Gespräch von Dagon und Ravis über Santari Key und den Kompass. Mit einer Kopie des Stimmschlüssels hätten sie Zugang zu allen gesperrten Städten von Kree. Erfreut entsendete Dagon einen seiner Untergebenen zur Waldanlage, um sich zu aktivieren, und befahl Ravis zum zerstörten Mond. Köln erreichte schließlich sie im Kontrollzentrum des Lucrohulk und verteidigte sie gegen Dagons wütende Angriffe, die Boat eintraf und dabei half, den gefallenen Jedi zurückzuschlagen. Anschließend wird ihnen klar, dass Ravis auf dem Weg zum letzten Kompass ist, und sie machen sich erneut auf den Weg zum zerstörten Mond. Boah, das war wirklich ein heftiger Kampf. Also, meine Hand, die tut echt weh. So, da können wir gleich hoch. Oh, die Delle, die sieht so cool aus. Okay, dann wollen wir mal. Na, hallo. Komm schon, Sie. Lass uns weitergehen. Das ist vermutlich klüger. Dagon Gera ist eindeutig verrückt. Er ist besessen von irgendeinem Kompass. Ich kann die Meisterin sie geschaffen, um durch den Abyss zu navigieren. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Sie hat dieses Wissen aus deinem Speicher gelöscht. Das würde es erklären. Nun, Dagon ist sicher, dass sie für ihn einen Kompass zurückgelassen hat. Hoffentlich. Dagon hat Ravis zu einer anderen Anlage auf dem Mond geschickt. Oh. Vielleicht werden wir ja dort fündig. Zurück auf den Mond? Großartig. Oh, Meisterin Kree. Warum habt ihr mich geschickt, um diesen Verräter zu befreien? Oh, Rettungskapsel. Sie sind kompliziert. Vielleicht dachte sie, der Orden irrt sich. Wenn wir sie nur fragen könnten. Bitte lassen Sie uns diesen schrecklichen Ort verlassen. Okay. Ja, scan mal die Rettungskapseln. Rettungskapsel. Die Türme auf einem Lucrohulk-Kern dienten hauptsächlich der Kommunikation der Verwaltung und der Schiffssteuerung. Darum stehen dort den hochrangigen Offizieren luxuriöse Rettungskapseln zur Verfügung, falls eine schnelle Abreise angetreten werden muss. Nehmen wir zwei unterschiedliche, oder was? Der sicherste Weg hier raus. Hast du das bestimmt? Nein. Also gut. Sie wirken nervös. Ich gehe mit ihm. Hüpf an Bord, sie. Wow.
Wir sehen uns im Außenposten. Ja, ja, bye. Ich werde da sein. Oh Gott. Müssen wir die jetzt selbst steuern? Nee. Wir setzen uns einfach hin. Ich hasse diese Dinger. Ich auch. Sind wir schon da? Das glaube ich nicht. Das ging doch viel zu schnell. Oder bin ich bescheuert? Wir sind im Sumpf wieder. Erinnere mich daran, das nie wieder zu tun. Dagon muss Ravis geschickt haben, um den Kompass zu holen. Erkenntnis. Während Curl gegen Dagon Gera kämpft, kann sie sich befreien. Anschließend erkennt sie, dass Sandri Kree sich gegen die Wünsche des Rates der Jedi gewendet hat und fragt sich, weshalb ihre Meister und Dagon Gera verschont haben. Vielleicht versorgt die Anlage im Wald irgendetwas auf dem Mond. Ist nur eine Vermutung. Aber wenn Ravis auf dem Weg dorthin ist, müssen wir auch hin. War hier kein Speicherpunkt oder so da vorne, ne? Nee, das ist ein Gerücht. Gerücht? Aha. Ach, ich glaube, das Gerücht ist hier oben drauf gewesen, ne? Ja, ich guck mal, wie ich da hochkomme. Hier. Das ist richtig so, ich weiß es nicht. Dankeschön. Bringen wir sie zu See. Hier ist kein Gerücht. Nee, das ist da unten. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Da, 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 da. Hui. Hallo. Bitte. Dieses Datenpad enthält alle meine Entwürfe und meine Referenzdatenbank. Ohne müsste ich wieder bei Null anfangen. Also, mehr als ohnehin schon. Weißt du was? Was bist du denn? Was gefunden, Kumpel? Abgeschützter Vultra-Druide. Der selbst angetriebene Kampfdruide mit variabler Geometrie wurde in den Kathedralenfabriken von Zisha hergestellt und war die wichtigste Unterstützung der Sternjäger. Der Separatisten-Streitkräfte in den Klonkriegen der Sumpf um den Lucrohulk ist übersät mit ihnen, was darauf hindeutet, dass sie beim Absturz des Kampfschiffs auf Kobo hinausgeworfen worden sind. Oh mein Gott. Guck mal, ich kann hier instant hoch. Ich würde sagen, das ist ein Datapad. Oder was davon übrig ist. Komm, überbringen wir die Nachricht. Ja, wollt ihr das nicht haben, oder was? Es muss schön gewesen sein, auf einem so farbenfrohen Planeten aufzuwachsen. Versteh mich nicht falsch. Früher habe ich Coruscant geliebt. Aber das viele Neon, es strengt in den Augen so an. Schlechte Neuigkeiten, Winnie. Das Datapad war total kaputt. Oh, meine Entwürfe. Sie sind für immer verloren. Tut mir leid, Winnie. Ich werde versuchen, im Außenposten etwas für dich zu organisieren. Nochmals danke. Winnie Eris. Als Innenarchitektin, die den Glanz und Lämmer von Coruscant hinter sich ließ, ist Winnie stets bereit, ihre Fähigkeiten für die Verschönerung ihrer Umgebung einzusetzen. Kein Problem. Okay. So. Jetzt brauchen wir aber den Teleportpunkt.
der irgendwo war da. Oh, fuck. Das war blöd. Gehen wir erstmal hier rüber. Jetzt aber. So. Gut. Halten wir einen Moment an. Oh, den haben wir jetzt erst entdeckt? Okay. Das heißt... Komm schon, Kumpel. Wohin geht es denn nach da hinten? Das gucken wir uns mal an. Gut. Weißt du was? Da laufe ich mal schnell hin. Da. Okay, holen wir uns. Ich gehe erstmal hier reingucken. Oh, das ist ein Aufzug. Oh, der geht aber hoch. Okay. Wo bin ich hier denn? Oh mein Gott, die Aussicht ist ja hier wunderschön. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Weitwinkler machen könnten, das wäre schön. Aber ich glaube, es geht nicht. Was wollte ich machen? Ah, ich wollte das hier machen. So. Das sieht auch schön aus. Na gut, gehe ich mal gucken, was hier ist. Was ist eine Abkürzung? Das war eine Abkürzung tatsächlich. Oh, hier ist jemand. Hallo. Hallo. Hast ein bisschen Priorit dabei? Nein, habe ich nicht. Dann bist du nichts. Ich hab ein bisschen was. Hat mich den ganzen Tag gekostet. Okay. Darf ich's mir angucken? Okay, ich hab gelogen. Ich hab nichts mehr. Ich bin ein Versager. Aua. Oh Gott. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Als nächstes geht es wieder zu unserem Lieblingsort. Was ist der Außenposten hier? Ach, wir gehen einfach dahin. Und ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Au revoir. Au revoir. Ist es nichts, wie es war. Au revoir.